Heute habe ich eine ganz besondere Karte für dich. Und zwar ist das eine Karte zum Aufstellen. Da werden die Häuschen so nach unten gedrückt und dann kann man hier ein ganzes, ein kleines Dorf aufstellen. So kann man das auch noch dahinter machen. Wie ich es gemacht habe, das zeige ich dir. Hallo, hier ist die Anemone von Lächeln aus Papier. Ich begrüße dich recht herzlich zum 32. Videohop vom Team Stempel und Co. Und heute geht es um den neuen Mini-Katalog Herbst-Winter. Und ich habe mich entschieden für ein super tolles Set. Und zwar dieses hier, Schult Village, also weihnachtliches Dorf. Und das habe ich verwendet und die Häuser koloriert. Und ich habe auch die Prägeform zauberhaftes Schneegestöber verwendet. Teilweise Sprüche aus dem Set Wunderschöne Weihnachtszeit. Und da habe ich auch diesen Spruch Weihnachten, den man dann auch noch farblich hinterlegen kann, ausgestanzt. Ja, und natürlich zeige ich dir, wie ich es gemacht habe. Ja, das Set Yuletide Village hat mir es eigentlich gleich von Anfang an, als ich den Katalog gesehen habe, angetan. Und ich habe die Häuser gestempelt und koloriert und habe unter den Häusern dann auch noch ein bisschen Papier stehen lassen, so dass ich dann hier auch verschiedene Höhen dann rausarbeiten kann, so dass die Kirche am höchsten steht und die Häuser dann halt so davor. Ich habe das Ganze gestempelt, koloriert und muss man leider mit der Hand ausschneiden, aber bei den Formen ist das jetzt nochmal nicht so das Problem. Die Hintergründe habe ich embossed mit dem genannten Prägefolder, also zauberhaftes Schneegestöber, der auch sehr schön ist und auch noch erhältlich ist. Und wie gesagt, das Set Wunderschöne Weihnachtszeit oder auch eventuell andere Sprüche sind dann hier für die Banderole dann auch noch zum Einsatz gekommen. Ich habe hier eine Karte in Tannengrün und heute basteln wir gemeinsam eine in Abendblau. Ich habe da jetzt schon mal einiges vorbereitet und zwar die Kartenbasis hat die Maße 26,8 mal 10,5 und wird an beiden Seiten gefalzt bei 3 und bei 6 cm, bei 3 und bei 6 cm. Dann der Hintergrund wäre 14,3 mal 10 cm und das wäre für die Rückseite, hat die gleiche Größe zum Beschriften, auch 10 mal 14,3 cm. Dann habe ich hier die größeren Kärtchen. Die haben die Maße 8 mal 7,3. Und hier habe ich das auch geprägt, die Teile. Die haben die Maße 7,5 mal 6,8 cm. Und die kleinen Kärtchen vorn haben die Maße 5,5 mal 6,5, da brauchen wir ja auch zwei. Dann habe ich hier noch Mattungen, die haben die Maße 5 mal 6 cm und Aufleger haben die Maße 4,5 mal 5,5 cm. Und für den Mechanismus für die Karte habe ich hier noch zwei Stück Cardstock in Abendblau, die haben die Maße 8 mal 9 cm
und werden jeweils auch bei 3 und bei 6 cm gefalzt. Dann die Häuschen, den Schriftzug und dann brauchen wir noch Streifen, um diese Häuschen auch zu diesem 3D-Effekt, diesem Pop-up-Effekt zu gestalten. Die Streifen sind 1,5 cm breit. Da brauchen wir 3 Stück, einmal 5 cm. Der wird gefalzt bei 1, bei 2, bei 3, bei 4 und dann bei 5 cm. 2 Stück 1,5 cm breit und 7,5 cm lang werden gefalzt bei 1,5, 3, 4,5 und 6 cm. Und ein Stück, das ist auch 1,5 cm breit und 10 cm lang, wird gefalzt bei 2, 4, 6 und 8 cm. Ich habe das Ganze hier dann schon mal zusammengeklebt und zwar wird das Ganze so, ein Teil wird mit Kleber, ist die Klebelasche und wird zum Quadrat zusammengeklebt. Das wären dann hier diese Elemente. Und jetzt können wir schon mit dem Zusammenbasteln der Karte beginnen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Kartenbasis an beiden Seiten bei 3 und bei 6 cm gefalzt wird. Und hier wird von oben 2,5 cm nach unten gemessen. Und hier einmal gerade und hier die Schräge abgeschnitten. Das wird an beiden Seiten gemacht. Einmal die Schräge und einmal gerade. Das Ganze sieht dann so aus und wird so gefalzt, so in Ziehharmonika. Und dann haben wir ja noch diese beiden anderen Teile, diese an die Seite hier dran kommen. Und da wird auch 2,5 cm von oben gemessen. Und die Schrägen abgeschnitten. Und das Ganze wird hier, es wäre jetzt egal, hier vorn draufgeklebt und auch dementsprechend gefalzt. Und ich klebe das jetzt mal an. Kann ich schon mal die Rückseite einkleben, also das Emboste, Hintergrund. Der ist 10 x 14,3 cm. Dann habe ich ja hier die Kärtchen. Die dann hier so reinkommen an beiden Seiten. Da klebe ich zunächst mal das Schneegestöber auf. Ich habe jetzt immer so gemacht, dass der dichtere Schnee dann oben ist.
So, und dann müssten die Kärtchen hier reingeklebt werden, so dass die in der Mitte schön miteinander abschließen. Klebe ich erstmal eine Seite ein. Und dann die andere Seite. Da kann ich ja dann auch so noch ein bisschen das Ganze zurechtschieben. So, und dann kommen hier vorn diese kleinen Teile, dann werden auch aufgeklebt und hier an die Seiten dran. So, und ich baue jetzt meine Karte von hinten nach vorn auf. Und zwar habe ich für die Kirche einen so einen Streifen mit einem Zentimeter genommen. Den mache ich an eine Seite. Kleber dran. Und setze diese Seite nach unten hier ungefähr in die Mitte. Meine Kirche klebe ich so auf, dass ich den Abstand von hier unten, also ungefähr ja, 3 mm, mir hier mit dem Fingernagel markiere. Hier oben an dem oberen Bereich Kleber drauf mache und die Kirche jetzt hier so in der Höhe gerade ansetze. Dann habe ich hier im hinteren Bereich dann diese Häuschen und nehme ich mir jetzt mal dieses. Das wird hier davor gesetzt mit 1,5 cm und das habe ich mit so einem Abstandshalter mit 2 cm gemacht. Also mache ich mir wieder auf ein Element Kleber. Und setze mir das hier wieder an die untere Kante von der Mattung und markiere mir hier wieder mit dem Fingernagel, wie weit ich den ansetzen muss, also hier auf dem oberen Bereich wieder Kleber. Und hier das Häuschen und hier muss ich darauf achten, dass bei dieser Falz Schluss ist, weil die Karte ja da geschlossen wird. Und jetzt setze ich mir das mit 2 cm den Abstandshalter auch wieder hier nach unten. Ups. Also den Kleber nach unten und setze das hier daneben. Mache hier oben im oberen Bereich Kleber drauf. Und hier kommt mein Häuschen drauf. So, das lassen wir jetzt einen Moment trocknen. Dann kann ich nämlich diese Elemente schon nach vorn holen. Und kann auch so wie ich es vorhin gezeigt habe, diese beiden äußeren Seiten schon, wenn ich das möchte, auch so hinten reinklemmen.
So, und jetzt kommen. Das Häuschen habe ich hier drauf. Da habe ich im Abstand von 1 cm und die Bäume, der innere auch mit 1 cm und der äußere Baum mit 2 cm aufgeklebt. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich so hinlege. Und so kann man das ja dann auch insgesamt aufstellen. So, jetzt klappe ich das hier mal zusammen. Und klebe mir jetzt das Weihnachten hier oben rein, so dass es schön in der Mitte ist. Muss jetzt meine Flügelchen von den Seiten schön festhalten. Und hier dann noch Weihnachten liegt in der Luft. Das kommt hier hin. Und jetzt muss ich nur noch die Sternchen aufkleben und die Banderole. Die Maße für die Banderole hatte ich vorhin eingangs vergessen. Die ist 2,5 cm breit und man muss ein komplettes A4-Blatt in der Länge nehmen und dann fehlt noch ein kleines Stück. Das klebt man dann auch mit 2,5 cm rein. So, und jetzt klebe ich hier noch ein paar Sternchen auf. Den Rest mache ich dann auf die Banderole. Ja, und das war's soweit. Die Rückseite ist auch schon drauf. Und jetzt kümmere ich mich um die Banderole. So, ich habe jetzt die Banderole rum. Also da fehlt ungefähr 1 cm. Ich habe die auch nicht so festgemacht, so dass es schön locker sitzt. Und habe hier aus dem Set Wunderschöne Weihnachtszeit mit dieser Stanzform das Etikett hier ausgestanzt, habe dann in Grundweiß ein Quadrat 4,5 mal 4,5 cm die Ecken abgerundet und für den Spruch habe ich aus dem Set Weihnachtsworte hier die kleine Freude genommen. Das müsste ich jetzt mal noch aufkleben. Und dann wäre die Karte auch schon fertig. Ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber ich denke, das lohnt sich schon. Jetzt kommen hier noch meine Sterne.
Die sind aus dem Set, Moment, Christmas Friends, und zwar sind es hier die Sterne. So, meine Karte wäre fertig. Ich mache sie noch mal auf. Wie gesagt, das kann man, mach's dann so, dass ich die immer ganz nach unten klappe. Hier auch. Und wenn man sie dann hinstellt, dann findet sie auch die entsprechende Position. So. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Karte gefällt und du vielleicht noch Lust hast, die mal nachzubasteln. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ, eure Anemone.